Ja, doch, doch, da tut sich was im Spiel, das sieht man. Hallo, Tabis, herzlich willkommen zu Folge 51 von Let's Play Star Wars Fracking Universe, Staffel 4. Was gibt's jetzt wieder? Was Neues? Nein, nein, nein. Egal, weil jetzt gibt's gleich was, nämlich, ihr seht es doch schon förmlich, auf euch zu kommen. Ihr könnt es Spuren am Puls der Zeit spüren, ihr wisst schon. Oh, ein paar Solarium-Dings da. So habe ich noch keine. Angeln, weil es das nicht gibt. Ich könnte so kotzen. Das warum weiß kein Mensch, aber egal. Mal ein bisschen ernten zu jeder Folge. Sollten die Folgen immer so in die Länge ziehen an der Raumstation, bis wir hier ernten können, bis zum Umfallen. Was wir gerade können. 8 Module, naja, gut. Jetzt nicht die Welt, aber können wir hier was Neues ernten. Wir müssen dringend mal umbauen. Na, hängen doch nicht schon wieder so. So, ja, jetzt hängt es gleich nochmal wegen Durastahl. Ich habe keine neue Aufnahme oder so, aber egal. Ich darf nicht vergessen, mein Helm wieder aufzusetzen, wenn ich die Station verlasse. Sonst macht's aua, aua. So, hier oben ist nur das Bounty Board drin, richtig? Ja. Gut, 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 wir kommen vorwärts. Also langsam merkt man, dass es hier etwas langsamer wird. So, wir brauchen jede Menge Real-Dinger. Dafür brauchen wir jede Menge Batterien, die können wir jetzt kaufen oder herstellen oder was auch immer. Was ist egal, Hauptsache es passiert was. Sulfuric Acid sollte nicht das ganz große Problem sein, wir können ja welches holen. 2 für 2. Jetzt vielleicht keine 5 Millionen davon oder so. Daraus konnten wir den Saturnien-Scheiß. Deswegen habe ich den Clay auch nicht weg. Das ist doch was. Bevor ich den Clay wegmache, wir wissen alle, ich bin so vertrottelt, dass ich das machen würde. Aber davon. Noxium-Barren. Ich habe den noch gar keinen zu. Egal. Fire Clay. Energy Electric, keine Ahnung, ich habe schon lauter Sachen hier. Nicht der Hammer. So. Irgendwas, was schön aussieht, zum oben drüber ziehen. Braucht ja keiner mehr, ne? Nee, danke. Was gab's denn hier eigentlich für Isogenwaffen? Titanium-Speer, Tier 7. Rocket Spear. Das klingt jetzt auch nicht so unbedingt so. So richtig, ne? So, ihr wisst schon. Gut. Was habe ich hier? Na gut, man kann nicht immer alles haben. So, dann wir anderen unterwegs noch ein bisschen. Warum auch nicht? Mehltrams und weiter, brauchen wir das wieder mal. Auch noch ein paar von. Was brauchen wir dafür? Ist egal. Komm, 100 ran. Was haben wir? Wir werden wir schon noch verbrauchen irgendwann. Das brauchen wir einen Silbermann. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Mach die Dinge einfach fertig. Railstop braucht. Oh, wir brauchen Silikonboards. Na klar. Dann holen wir uns mal welche. Respektive machen welche, aber ist ja nicht der Punkt. Zack. Haben wir die noch irgendwo welche in irgendeiner Kiste? Wer weiß. Wir werden es nie erfahren. Weil ich mich niemals darum kümmern werde. Darum kümmern werde. Darum kümmern werde. Kümmern werde. Kümmern werde. Kann man auch die wieder auf Vorrat. Vollkommen sinnlos. Die Add-ons. Ja, ich muss die alle mal kopieren. Haben wir 3 von der Sorte nebeneinander stehen. Können wir auch noch machen. Alles zu seiner Zeit. Brauchen wir das? Weiß ich nicht. Message.
Sieht jetzt auch nicht so viel besser aus, aber gut, ja damit. Ups, die braucht man noch, habe ich ganz vergessen. Die Rusty Rail Plattform auch nicht, die Dings da interessieren mich herzlich wenig. Hier wollte ich noch eine Rail runter. Ja, wir müssen ja sowieso runter, danke. Was habe ich jetzt eigentlich gesammelt? 21.000 Essence, ja, wir sollten gleich mal eine neue Essence-Pflanze machen. Jetzt, wo wir sie haben. Jetzt geht die uns bald wieder aus. Und hier sollten wir auf jeden Fall einen Fahrstuhl haben. Vorzugsweise einen, der uns gleich bis hier rüberholt. Ist vielleicht auch übertrieben, aber egal. So. Da müssten wir mal kurz ernsthaft überlegen, ob wir diese Tür überhaupt hier haben wollen. Oder ob wir gleich sagen, komm. Nee, das bestimmt nicht. Deshalb. Und jetzt die ganzen Dankeschön. Calls and Stops. Ja, können wir machen. No, genau. Habe ich mir ziemlich genau so vorgestellt. Aber ihr seid schon noch eine Rail, oder? Ja. Wollte ich nur mal wissen. Okay, wenn das nicht die Lösung ist, dann halt was anderes. Nicht, danke. Muss ich jetzt bis dahinter laufen, um das Ding auch noch da anzubringen? Ja, muss ich. Glas, Glas, Glas und da ist abgestürzt. Wie schön. Das kam jetzt überraschend. Und nun passiert erstmal gar nichts. Der ruft die dann und gut, das ist sowas, nehmen wir den Saturnien. Du sollst doch nur dich an der Scheiß. Du willst Portemonnaie, oder? Frage ist, wenn ich jetzt hier einen Switch ranmache, macht er dann noch was, oder? Nö, das interessiert ihn nämlich nicht sonderlich, nicht wahr? Sieht das merkwürdig aus? Danke. Jetzt wieder den kleinen Dings dahin. Noch besser, das hier. Und jetzt den einfach. Wisst ihr was? Leck mich. Sag mal. Werden wir es heute noch erleben? Dass du. Fliegt halt den ganzen Tag hin und her. Mal egal. Jetzt wollen wir den hier ersetzen. Zack. Und sagen dem hier auch so einen schönen Dingsbums. Und dann ist mir egal. Und dann kann ich den ganzen Tag da hin und her fahren. Bis er schwarz wird. Mach das. So. Egal, Relocator. Hier können wir jetzt die doofe Tür einbauen. Die wir von rausgerupft haben. Mann, dass man die Fahrstellen wird langsam echt anstrengend. Und ist natürlich nicht ganz so ästhetisch anzusehen und spannend und ihr wisst schon, aber naja,
Gehört halt auch dazu, ne? Wir wollen es halt schön haben. Wieso kann ich das Ding eigentlich nicht von der Decke hängen? Hier jetzt eine Küche noch davor. Wäre eigentlich dumm frech, aber schon wieder cool. Ich finde diese sowas von nervig hier. No, danke, dass du mich einfach wieder zurückschiebst. Finde ich super. Das ist eine tolle Technik, herrlich. Ich bin beeindruckt. Nicht immer so, ich hab's freilich. So, hier kann das bleiben von mir aus. So, und hier brauchen wir auch kein Schnelllaufen mehr. Obwohl das hier auch wieder ganz praktisch wäre. Entschuldigung, du musst mal kurz weg. Denn hier muss jetzt erstmal... Frage ist, in welcher Höhe? Haben wir schon wieder vergessen, ne? Nee, nicht Railstop, sondern hier den da. Den Rest werden wir ja mitkriegen, wenn es weit ist. 2100, okay, das sollte erstmal reichen. Ich mutmaße einfach mal, dass das reicht. Hier machen wir jetzt noch eine Stufe hin, danke. Klatsch. Mich muss aber niemand runterschmeißen. Stehe ich überhaupt nicht drauf. Beleuchtung, wie sieht's aus? Keine Ahnung, hell genug. Wer leuchtet hier und warum? Ich bin's nicht, Gott, das beruhigt mich. Frage ist, wer dann da oben? Leuchten hier unten, wenn ich das jetzt rausziehe. Dann ist es hier verhältnismäßig dunkel. Womit ich ehrlicherweise sagen kann, da kann ich mitleben. Das passt wieder so gar nicht rein. Oh ja, besser, viel besser, viel, viel, viel besser. Das ist der Glow, aus dem die Träume sind. Jetzt kommt diese hässliche Glow-Pflanze nämlich hier hin. Fertig. Ich gehe wieder mal healen. Danke euch. So, jetzt haben wir nicht auch genau die drei Dinger, die wir brauchen, weil... hier brauchen wir auch noch. Das machen wollen wir nicht. Hier brauchen wir ja so eins. Ja, geht das schnell los? Klatsch. War jetzt nicht unbedingt so ultimativ überraschend, würde ich sagen. Ich weiß, ich könnte schon längst eine neue Manipulator-Modulpflanze machen, aber egal. Dazu kommen wir später noch, was für Fenster und so wir machen. Vielleicht ein paar Erkius-Pillar oder so, mal schauen. Kriegen die eigenen Erkius-Raum, weiß ich noch nicht. So, und jetzt das letzte einfach von vornherein so, würde ich sagen. Dann mal gucken, wie machen wir das mit den Hall-Panels. Nun machen wir es jetzt mal eiskalt so hier und kürzen mal den Fußboden ein bisschen ab. Scheiß drauf. Ja, ja. Dankeschön. Jetzt floaten da unten. Im Weltall. Sollte ich niemand fliehen? Da 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 da. Ja, danke. Haben wir es dann halt nochmal, oder? Das hier aber nicht mehr. Tschüss. Das war jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich muss ja nochmal nach oben. Denn ich muss die Dinger ja auch erst setzen, bevor ich da spazieren gehen will und so. Hört auf, hier um mich herum zu spawnen. Das kann ich überhaupt gar nicht ausstehen, sowas.
ich jetzt nicht an. Auch nicht ästhetisch. So, haben wir genug Knöpfe? 1, 2, 3 bräuchten wir, ne? Wir haben natürlich plus 2, nehme ich an. Wir haben 3 Knöpfe. Oh mein Gott, das reicht. Das reicht sogar genau. Dass ich das nochmal erleben darf. An die Mitte war das richtig? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Brauchen wir gar nicht, weil das Ding sowieso vollautomatisch geschaltet ist. Passt hier so gar nicht rein, aber egal. Sag ich nur sehr ungern, aber es passt einfach hier nicht rein. Du sollst... Dankeschön. Klasse gemacht. So. Und jetzt das Ding nochmal da reinklatschen. Wunderbar. Warte. So, und jetzt müssen wir den natürlich auch rufen können. Für den Moment, dass wir hier sind und der da oben klatscht. Nein, funktioniert so noch nicht. Gut, dann eben so rum. Auf die altmodische. Ah, meine Finger eingeschlafen. Jetzt wird es mal schlimmer hier. Da ist es gerade mal um 9. Was soll das? So, jetzt können wir den Knopf drücken, wie wir wollen. Da ist nämlich nicht angeschlossen. Was haben wir denn drüben fabriziert bei dem anderen? Müssen wir nochmal schauen. Das ist ein komplett anderer, wa? Ne, Knopf auf die Mitte. Ach, und die waren alle miteinander, das ist das Problem. Und noch rot, richtig, ja. Dies ist das ganze Problem. Quatsch, das tut natürlich weh. Das tut mir viel mehr weh als euch. Kommt natürlich keiner, ne? War klar. Wieso? Achso, weil du jetzt falsch bist, ne? Jetzt kommt er. Jawohl. So, haben wir es wieder hingekriegt. Natürlich müssen wir noch hier einen Knopf setzen. Den machen wir aber auf die Seite. Da knüpfeln, Knuffeldingsfunksen, da ist er. So, jetzt kommt hier natürlich auch noch so ein blöder Knopf hin irgendwo. Wie viel war das? 1, 2, 3, geht los. So, auf die Seite. 1, 2, zack. Verdingsbumsen das auch hier so. Und sagen dem, dass er kommen soll. Jetzt gehen wir nochmal eine Etage runter. Sagen Hallo und er ist da. Und solange wir drinnen sind, kann uns das vollkommen scheißegal sein, weil dann macht er eh, was wir wollen. Ich will jetzt kein Wordpad starten, aber schön, dass wir es drüber gesprochen haben. 18 Minuten, gefühlt bin ich schon halb tot. Wie kann das sein? Könntet ihr bitte nur die Knöpfe drücken, die ich drücke? Klingt wohl wieder falsch. Egal. Hier drin funktioniert sowieso so, wie wir wollen. Ich mache auch hier die Anzeige schön. Ich mache das mal kurz, weil ich jetzt da oben die hässlichen Dingsbums los haben will. So. Schön, dass wir ein paar noch haben, aber das muss auch so reichen. Ne, tut's nicht. Okay, jetzt haben wir. Sag ich doch. Ich lasse mir das einfach. Treppe oder so. Oder hier den Treppenaufgang und fertig ist. Das da oben wird alles noch rausgerissen. Stück für Stück für Stück. Ja, so gesehen können wir schon mal stolz sein, denn einiges hat funktioniert. So richtig, richtig schön funktioniert. Wie können wir denn machen? 100? Na klar noch. Ist doch egal. Wir haben es doch, Dicke. Candied Corn Corner herstellen, will ich jetzt alles nehmen. Haben wir alles schon mal? Was ist das? Slam Rock Shake. Cobblestone Sugar? Na, von mir aus. Flat White Coffee.
mit Wilk. Wie schön. Dass wir darüber gesprochen haben. Mochaccino? Ich kann einen Mochaccino herstellen. Ist das nicht schön? Was braucht es denn für einen Mochaccino? Also hier schon mal gar nicht. Mochaccino braucht Kaffee und Milch und Schokolade. Mhm. Tja, wenn ihr denkt, dass ich mir das jetzt entgehen lasse, das will ich jetzt genau wissen. Ah, meine Finger. Könnte mal jemand die Nano-Wrap-Bandages mit auf den zweiten Teiler legen, jetzt wo wir so in Serienproduktion herstellen? Dankeschön. Ja, ich weiß, ich muss euch an. Ich bin ja schon dabei. Macht nicht so einen Stress. Woven Fabric. Bisschen Kohle, kann man nicht schauen. 16 Stück. So, mal schauen. Oh, 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 mein Fuß ist schon wieder. Mein Finger. Wie, oh, meine Hand, das ist, macht mich jetzt schon wieder wahnsinnig. Mochaccino, na also. Hm, lecker. Learn to craft? Oder was? Nee, learn to coffee cake. Jetzt muss aber langsam. Okay, hier nicht. Vielleicht hier. Coffee Cake. Ja, hier sind die Süßigkeiten. Coffee Cake. Weizen und Coffee Beans. Mhm. Interessant, interessant. Also, hier machen wir dann unsere... Ja, der ist ja schon hier. Hat auf Umzeilen. Hier werden wir dann unsere Cafeteria-Dingsbums machen. Deswegen wir hier mal spontan ein Schild hinstellen. Damit wir wissen, wo es hinkommen soll. Und die Toilette machen wir jetzt noch. Das habe ich gesagt. Unser kleiner Imbiss kommt hier rein. Die Dinger oben kommen dann outgesourced. Sieht jetzt auch nicht so optimal aus, aber immerhin ist ein schöner Platz, Alter. Wow, wow, wow. Ich bin so stolz auf uns. Und ja, wir könnten die Viecher relocaten. Stück für Stück. Würde nur eine Weile dauern. Oh, 21. Ich könnte schon wieder so ein Ding machen. Stattdessen aber... Machen wir das, was ich sowieso vorhatte. So, Mining Laser. Der ist jetzt Stufe 6. Ich glaube, nächste noch höher geht. Okay, jetzt haben wir wirklich ein Studium erreicht, oder? Von jetzt an geht er nur noch in der Leistungsfähigkeit oder so ähnlich. Oder Energieverbrauch oder ich habe keine Ahnung was. Zuck. Ja, ist ein bisschen viel geworden. Achso, wir wollten ja noch Zerkesium wollten wir holen. Und... Was fehlen jetzt eigentlich noch? Triangulum Erz. Können wir leider auch nicht einfach mal so nebenbei. Ja, dann doch lieber nach Name, danke. Ephitium haben wir auch nicht endlos. Das Ferroberium, keine Ahnung, wozu das jemals gut sein soll. Aufnahmen, wir schon mal dabei sind. Es läuft gerade so gut. Die Deko funktioniert auch halbwegs. Das Grünhauspunkt Fungel-Eiker, warum wir... Achso, können wir den eigentlich künstlich? Sollten wir vielleicht mal gucken. Wird Zeit für ein Lab Directory und sowas, ne? Haben wir alles noch nie gemacht. Hi, was machst du hier? Ich frage lieber gar nicht erst. Eigentlich ist es besser, ich weiß es nicht. Manche Dinge will man vielleicht auch gar nicht wissen. Also Venom Samples stelle ich näher. Das können wir nun wirklich... Einfach um es gemacht zu haben, Dankeschön. Das hier ist alles auch wieder Kategorie sinnlos. Respektive, ich guck mal kurz nach. Fungel-Eiker ist ja aus den Fungel-Biomen, ne? Wir müssten also nur eins von denen finden und gut ist. Wie lange sind wir schon wieder drauf? Wir sind seit 24 Minuten, geht noch. Entschuldigung. Einfacher Fertilizer ist das auch. Aha. Kitsches Power vom Mutagen braucht kein Mensch. Glowing Mushroom. Glowing Mushrooms? Hä? Fraken Tree Seeds. Ah, können wir also noch automatisieren. Wenn wir das wollen. Dazu können wir mal kurz gucken. Ich meine, wir haben es ja nicht zum Spaß hier, den ganzen Scheiß, sondern...
Weil wir es ja wirklich brauchen, um vorwärts zu kommen. Wir alle wissen das. Zack. Zack, Pragen, Tweezy. Komm her. Wie viel brauchen wir? Andersrum, wie viel können wir? Auf jeden Fall ein paar. Mehr als wir brauchen. Dankeschön, das ist schön zu wissen. Zack. Biolabor. Wir können die natürlich unter oben rein, aber da haben wir keinen Strom. Da müssen wir auch ein paar Solarzellen bauen extra. Hier wiederum könnten wir sie bauen. Nehmen wir nämlich ganz einfach noch so ein Ding hier klatschen. Wo auch immer die jetzt wieder hergestellt werden. Die Torche. Zack. Hier offensichtlich nicht. Schnell zu wissen. Das war wieder woanders. War ja klar. Titan waren, das sollte jetzt nicht das ganz große Problem sein. Gib mir mal kurz die Hälfte rüber. La 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 la. Ja, ich glaube, 500 reichen. Plus minus. Ja, wollen wir nicht so klein sein. Was braucht denn dafür jetzt der Käse? Okay, ja, kaufen wir wieder was. Ich könnte jetzt schon ein paar ganze davon bauen, aber das wäre jetzt auch wieder Verschwendung. Ich baue mal vorsichtshalber trotzdem zwei. Weil man ja weiß, man braucht immer alles. Später. Die könnten auch. Kannst du mal deine Animation stoppen? Das ist ja fürchterlich. Ich freue mich zwar drüber, wenn sich hier was bewegt, aber das Spielgeräuschkühl ist echt nervtötend. Nehmen wir es rein. Zack, bumm. Und man nehme ein Hydro-Tray, knalle es hin, hole sich mal kurz ein paar Algen. Wir lieben alle Algen, nicht wahr? Wie will Algen lieben? Zack. Zack, zack. Ich fehle es überall am Wasser, ne? Das ist ja erstaunlich. Kann ich mir das eigentlich nicht kaufen, nur noch mal. Ups, das ist nicht so gut. Lass mich mal kurz was kaufen, dass ich dann extrahieren kann. Nämlich Liquid Aqueous Fuel. So, hier noch ein bisschen. Kommt ja sowieso die ganze Zeit was an. Das glaubt er nicht, aber da das hier kostenintensiv wirklich noch was bringt, die könnte sich echt noch was anziehen lassen. Ja, das war nicht gut. Ich wollte nicht bloß eh haben. Dankeschön. Zack. Knall rein. Fertig. Wo schon dabei sind? Auch du kannst Strom haben, mein Freund. Denn auch du bist ein Teil meiner Siedlung. Zack. Los geht das Ding. Ab geht die Luzi. Da, 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 da. Algen. Hier müssten wir jetzt eigentlich alles mal ersetzen, Stück für Stück. Die da oben sind mir jetzt völlig wurscht, die können echt mal nur eine Sendepause machen. Gerade die South braucht jetzt kein Mensch mehr. Der Rest ist mir auch egal. Dann anfangen die umzusetzen, Stück für Stück. Und eine Toilette wollte ich noch bauen in dieser Folge. Was wir in der letzten Folge ja schon nicht gemacht haben. Oh Gott im Himmel. Man rette mich. Man rette mich, bitte. Ja, wie hoch das jetzt geht, das ist mir aufgefallen. Von mir aus doch. Sag mal.
falschen Teil von. Ich kann diese Lampen nicht ausstellen. Ich habe die eigentlich bisher noch nicht ganz kapiert. So, dann haben wir hier noch ein Schild für Damen- und Herren-WC irgendwo. Wir sind bei den Abendtüren. Das sind vielleicht nicht die richtigen dafür. Alle wissen, wo der Herren-WC ist, geht klar. Kriegt Stil echt die Glastüren davor gesetzt? Und jetzt mal schauen. Na, könntet ihr mal bitte weniger ruckeln, danke. Reicht mir, passt da. Ja, ich müsste ein Waschbecken und so. Ja, kommt schon. Seid dann. Nummer, würdet ihr euch bitte wieder. Was soll das hier? Ich schmeiß euch aus der Siedlung raus, ich sag's euch. Guck mal, ich habe denselben Gesicht, dass du. Willst du wohl an meinem Alkoholvorrat wegbleiben hier noch? Können wir mal produzieren, aber ganz ehrlich, die Eier bringen mehr. Ja, was nun? Bienen vorbereiten oder? Ist jetzt noch nicht die schönste Deko der Welt gewesen. Unser Transporter-Fahrschrauben-Dingsbums hier ist ja auch mehr behilfsmäßig als alles andere, aber für den Moment reicht's. Cafeteria bauen wir um, wenn ich bereit bin, die ganzen Rune-Pflanzen mal zu versetzen. Da bin ich im Moment definitiv nicht zu bereit. Die Tiere will ich jetzt auch nicht versetzen. Wir könnten noch ein, zwei Untermieter, aber das wird das mit dem Laggen hier eher nicht verbessern. Wir können ein paar lange Wege einbauen. Was haben wir denn? Ein, zwei lange Wege oder ein Dreierweg oder so? Und dann müssen wir schon überlegen, wie es weitergeht. Ja, das lässt sich doch bestimmt machen. Irgendwas lässt sich da bestimmt machen. Wie lange sind wir schon da drauf? 32 Minuten geht klar. Wo sind wir überhaupt? Da oben. Könnten wir uns bitte an der Kamera mäßig, danke. Servus, ich habe zu tun, geht mal aus dem Weg, dankeschön. Das ist schön, dass wir darüber gesprochen haben, aus dem... Wollte ich jetzt so weit weg? Ja. Leute, Kamera, danke. Ach je, was fehlt mir jetzt? Jetzt fehlt mir alles, ne? Okay, Large Greenhouse wäre wieder noch... Was, Large Greenhouse? Haben wir noch ein Name? Später. Nein. Ich wollte Solar Hall, geht auch mal wieder zur Abwechslung. Müssen wir die wieder herstellen. Bäh. Lange horizontale Kochreiter. Mit der Hero Hall. Nein. Also 25 Goldbahn, 30 Silberbahn, ein paar Kupferweier. Gold, Silber, Kupfer. Kupferweier geht da. Würdest du bitte nicht aus Versehen das Spiel auch noch werden, ja? Was macht ihr hier schon wieder für einen Unfug? Gleich wieder da. Ich sollte überall diese hübschen Gasdinger auf. Ah, dann ist das hier, glaube ich, in puncto Performance endgültig im Keller. So, Gold, Silber, irgendwas habe ich gesagt. Ne? Und hier müssen wir dringend ein paar Kupfer und Gold noch machen. Copper Wire. La 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 la. Oh, Copper Wire. Nee, stimmt nicht so viele. Das meine ich mit dem Bahn. Wir müssen halt wirklich mal. Also, zwei mit Kupfer, ein mit Gold, geht los.
Gebt mir das Geld also was. Das denkt aber auch nur ihr euch. Ich habe da noch was in Reserve. Für 91.000 Pixel. Wenn ich jetzt sterbe, dann werde ich verzweifeln. Aber hundertprozentig. Noch 33.000, schon ist das Gold wieder weg. Ja, 1.000 ist vielleicht ein bisschen viel. 2 2 2 brauchen wir Ancient Essence, ich finde das klasse. 2 2 höher geht's nicht. Ich finde das toll. Wie viel haben wir noch? 17.000. Und bald dürfte es noch ein paar mehr sein. Ich mag jetzt behaupten, dass es bald mehr sind. Was haben wir denn gekriegt? Nein, naja gut. Das hat's nichts. Na komm schon. Wie bereits gesagt, wir werden das noch sortieren hier. Vielleicht nächste Folge, mal schauen. Wonach auch immer mir morgen ist, mir ist jetzt eigentlich nach Schlafen. Ich muss mal meine Laune auch mal ein bisschen... Es waren doch anstrengende Tage, so wie immer. Aber nehmt es von einem, der es wissen muss, egal wie viel das Leben euch entgegenschmeißt, es gibt immer einen Morgen. Nur nicht die Nerven verlieren. Immer schön das Beste draus machen. So, bevor ich die abernte, gucken wir erstmal, was wir hier mal zweimal Kupfer. Na, kommt schon. Hängen doch nicht schon wieder so. In der Luft quasi. Braucht's doch nicht. So, danke den da in den Gold dazwischen irgendwo. Sind alle glücklich und zufrieden. Und der Egis halt unser Pomoni. Ein paar Pixel können wir auch machen. So, wie viele von diesen Pixel irgendwas haben wir jetzt eigentlich? Voxel T1 sieht man auch nicht. Ist ja nur gut. Ich muss den Mist jetzt in den Dingern nie wissen. Das wollte ich auch gar nicht wissen. Ich muss den weiter. Ah, rüber, geht schneller. Und nun, wie geht's jetzt weiter? VOX braucht 25 2K-Voxel. Heißen, gleich gibt es richtig, richtig Geld aus. Respektive müssten vielleicht noch mal kurz ein bisschen Geld holen dafür. Und wir alle wissen, was ich mit Geld holen meine. Du warst erst. Danke. Zack, 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 zack. Und Zelle. Da ist der Pixelkompressor. Da hängt irgendwo. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Warum ist der nicht hier? Wollte er nicht mal hier? Da ist er. Hier ist er. 25, richtig. Nie aus Versehen rauslaufen. Jetzt wieder Voxel eingeben. 5K 25 Mal. Okay, das ist dann schon mit 125. Ein bisschen teurer. Aber gut. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Und wo es wir haben, das haben wir. Haben wir sonst noch irgendwas? Was kann oder muss oder darf?
Nano-Red-Bandage sollte ja eigentlich gar nichts mehr rauskommen, wenn ich da oben in das Labor reingehe, ne? Aber ich mach's trotzdem. Aus reiner Neugier. Ich tippe uns immer, wenn der nach jedem Start weiter soll. So. Zack. Die kannst du nämlich gar nicht, ne? War klar. Und sortieren. Danke. Und wieder runter. Ach, ich bin nicht so eine Probleme, danke. Ach, schön, mein Schatz, mein Schatz, mein Schatz. Ich sollte mal ein paar von denen aufstellen hier, wa? Kein Kommentar. Wie sieht es mit den Kragendingern aus? Warum machen wir die eigentlich gleich nochmal? Ich habe keine Ahnung. Silk Fiber, die Kraken Trees jetzt nochmal gucken. In, was haben die hier? Achso, Fungal Icon. Ja, dann lassen wir die erstmal ein bisschen herstellen, würde ich sagen. Wird ja lange genug dauern, denke ich. Hier rein. Oh, Wire, Wire. Und das hier, Blatt. Achso, das ist. Sind gibt natürlich zwei Blatt, was sonst? Verschiedene Blutgruppen, was ist klar, klarer Fall. Gehen wir kurz die Hälfte, ja. Schmeiß jetzt rein, das hoch. Das kommt hier rüber. Hier ist nichts drin, ne? Du hast was zu tun. Rest interessiert mich nicht. Zack. Nee, aber jetzt kriegt das. Letztens sag ich schon. Ist ja keiner. Killing Ward ist hier drin, okay. Gib mal kurz die Hälfte raus. Du musst es ja auch nicht so übertreiben. Komm her jetzt hier. Jesus Christ, ernsthaft. Dankeschön. So, du kannst hier rein, danke. Danke. Das ist faszinierend, wie das hier funktioniert. Zack. Oh Gott, verkaufen, so schnell wie möglich. Wir haben das Ding noch nicht aufgefüllt. Das holen wir einmal nach. Ich finde das so mit dem Mikrowellen-Outfit etwas merkwürdig, aber okay. Ich will mich da jetzt auch nicht beschweren. Ihr wisst ja, wie das ist, einem geschenkten Gaul und so. Was machst du da unten? So, wo war ich stehen geblieben? Achso, ich muss das Ding noch scannen. Also müssen nicht, weil ich habe es ja schon gelernt, der gemacht hat. Nein, nicht hängen bleiben. Ganz ruhig, Starbond. Ganz ruhig. Ferrozium, Uranium, Refin, Inhalt. Selteneres wird es hier wohl nächster Zeit nicht geben. Ich war jetzt auf dem Weg zu. Könnt ihr mir das nochmal sagen? Habe ich schon vergessen. Ich habe ja schon wieder Module. Meine Güte. Können wir gleich schon wieder eine Pflanze machen. Und ja, ich bin geneigt, ich wollte verkaufen. Ich bin geneigt, das auch tatsächlich zu tun. Ich muss mal aufhören, den ganzen Mist noch zu ernten, ja. Ich habe vor, also ich freue mich zwar, dass das wächst und so, und dekomäßig kann man das bestimmt gebrauchen, und Chocolate und so sowieso. Aber ganz ehrlich, eine Automatik wäre mir da lieber. Wenn wir gerade am meisten farmen, bis dann jetzt mal gleich mal gucken. Und die bringen wir dann, wenn wir die schon machen können, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann bringen wir die da unten noch an. Oder bereiten es für die nächste Folge vor. Mehr Energie, aha. Warum überrascht mich das nicht? Radiation Resistance, aha. Was es nicht so alles gibt für einen Blödsinn. Ah, und schon wieder 9000 eingenommen. Wow, und es war gar nicht mal so wenig. Über eine ganz schön lange Zeit. 370, aha, 156. Ich wollte fahren, wie ist irgendwas. Zack. Ich muss das Ding nach unten holen oder so. Ich will überall so einen grünen Nebel haben. Dann Futter, sonst drehe ich durch. Zack. Die da oben brüllen sich wieder an, das ist schön zu wissen. Fahren, wie ist da, was da braucht. Dann Molten Core. Okay. Das könnte jetzt gleich interessant werden, was brauchen wir da? Da machen wir nicht schon mal die Farmautomatisierung.
nehme ich an. Hoffe ich jedenfalls nicht, dass es nur Scorched Core ist oder sowas. Zerkesium, ich hasse euch. Okay, wir werden in der nächsten Folge Zerkesium besorgen müssen. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher. Gibt es das Zerkesium-Ohr oder kann man das irgendwie extrahieren? Von mir ist auch Zerkesium-Barren. Strike vom nichts, der fugiert von nichts. Arc Smelter ist zwar schön, aber. So irgendein Mountain ist. Super Dense Planets, aha. Also Mountainous. Oh Gott. Ich hasse es, wenn da steht, dass man das aus nichts extrahieren kann, ehrlich. Nun gut, Utabis. Wir sind bereits bei 45 Minuten. Da muss man nicht noch übertreiben. Welcher ist das? Multi-Ohr, ne? Nee, Precision-Ohr. Sind die Bilder auf demselben Stand auf einmal? Den. Hm. Oh, wire, wire. Wie viel kann der jetzt mittlerweile? Sortieren bitte. Da haben wir noch Relocator 3. Das ist jetzt noch nie die Welt, würde ich sagen. Aber gut. Der kleine neue Modulpflanze machen können. Cool. Tja, das ist erstmal nicht wenig, aber wir kommen vorwärts. In jedem Fall kommen wir irgendwie immer so ein bisschen vorwärts. Und wir müssen Sand Oma wiederholen. Haben auch schon eine Weile nicht mehr gemacht. Interessant. Nein, 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 nichts einsammeln, weiter. Das interessiert mich auch nicht. Das da oben kennen wir mal wieder. Ja, von mir aus. Also so schnell wie das hier wächst, ist ja Wahnsinn. Also ich brauche Zerkesium und noch irgend so ein Blödsinn. Und das werden wir beim nächsten Mal machen. Deswegen auf zum Nee, wir starten lieber hier, oder? Ja, dann kann ich nächste Folge wieder gemütlich ernten zu Beginn der Folge. Dann gehen wir zum Raumschiff und so. Wupp, nicht übertreiben. Und dann kann es auch wieder ein bisschen Licht werden. Zack. Zack, und wir leuchten wieder von uns heraus. Ich wünsche euch einen guten Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Xenart.